Ich verspreche dir einen schönen Sommer. 20 Kurzgeschichten, eine davon ist von mir, Link in der Infobox. Das ist die Webtalk Show. Ich bin Nico Gutjahr und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin, Katharina Niesitova. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's super, vielen Dank. Ich bin an der Ostsee, deswegen geht's mir besonders gut. Man sieht's nicht am Hintergrund, aber es ist ja. Und sind die Temperaturen erträglich? Ich war gestern schwimmen. Viele haben natürlich voller Trauer mit angesehen, wie du die jungen Ärzte verlassen hast. Es ist jetzt schon eine Weile her. Wenn du daran zurückdenkst, ist das eine traurige oder eine schöne Erinnerung? Es ist eine schöne Erinnerung. Also meinst du jetzt an die ganze Zeit ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Und ich bin aber auch happy mit dem Moment des Ausstiegs und damit, wie der Ausstieg gelaufen ist. Und der Abschied war ja schon sehr emotional und das ist aber auch trotzdem eine schöne, also gerade deswegen eine schöne Erinnerung, sowohl mit den Kollegen als auch dann der spätere Abschied dann quasi von den Fans, also das ist ja kein Abschied, also aber sozusagen eher ein Abschied der Rolle. Das war ja auch sehr schön. Also da gab es total schöne, ganz liebe Nachrichten, ganz, ganz viele. Das war sehr, sehr schön. Und erzähl mir mal vom letzten Drehtag. Wie geht man an so einen letzten Drehtag ran, wenn man weiß, okay, war ich jetzt jahrelang, heute ist die letzte Runde? Du, das war, also ich hatte da ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich hatte Glück, weil wir hatten eine ganze letzte Drehwoche, wo es komplett, also es war eigentlich sogar mehr, aber vor allem die letzte Drehwoche haben wir wirklich jeden Tag, war ich jeden Tag dran, Montag bis Freitag. Und das ist ja bei den jungen Ärzten ist das schon sehr, sehr viel, weil man hat auch immer ein großes Pensum und so. Und wir hatten diese super konzentrierte Woche eben auch mit Christian Beermann und haben dann an jedem Abend nach dem Dreh nochmal ein kleines Tango-Training gehabt für diese Szene halt, diese Tango-Tanz-Szene. Das war für mich ehrlich gesagt auch wie so ein sehr schönes Abschiedsgeschenk. Und dadurch war das alles so dicht und so konzentriert und so all in, dass ich gar keine Zeit hatte, mir großartig Gedanken darüber zu machen, sondern da eigentlich so wirklich reingesprungen bin. Ich war einfach dann einfach eben in dieser Situation, wenn es so die letzte Szene ist und auf einmal so alle klatschen und du Blumen bekommst und so. Und ich hatte aber gar keine Zeit, mir das vorher vorzustellen, wie das wird. Und dafür bin ich auch ganz dankbar, dass ich die nicht hatte. Das glaube ich. Und bei den Fans war, glaube ich, die schwierigere Entscheidung, welche war die traurigere Schlussszene? Der Tango eben mit Christian Beermann oder die sehr schönen Dialoge mit Mirka Pigulla? Mhm. Was war denn da für dich intensiver? Kann man das überhaupt unterteilen? Nee, wozu denn auch? Also das würde ich nicht vergleichen. Es ist beides total intensiv. Nur dass halt mit Mirka kennen wir uns ja noch länger. Wir waren ja sogar auf einer Schauspielschule. Und insofern war das natürlich, ist das nochmal eine andere Verbindung. Aber mit Christian haben wir dafür diese krasse Geschichte zusammengespielt und dann eben. Also, wenn man da nochmal sowas versucht, das ist natürlich dann im Endeffekt im Film so ein ganz kleiner Schnipsel, ne? Diese Tango-Szene, das ist ja wirklich nur ganz kurz, aber wenn man dann irgendwie innerhalb von 5 Tagen versucht, dann eben was zu machen, was man gar nicht kann quasi und dafür dann die ganze Zeit probt, das schweißt auch nochmal extra zusammen. Das war auch echt nochmal besonders schön. Aber es ist sowieso mit allen Kollegen ehrlich gesagt so, dass ich eh komplett überzeugt bin, dass ich die, oder mit den meisten, dass ich die wiedersehen werde. Also auch einfach, dass man sich privat mal trifft und so. Deswegen habe ich nie gedacht, dass das jetzt für uns ein Totalabschied ist. Und wir springen in die Gegenwart und in die Zukunft. Du hast einige tolle Projekte, die wir jetzt in nächster Zeit sehen können. Lass uns zuerst über die wundervolle Serie Wir sprechen, ZDF Neo. Bitte erzähl mir, worum geht's da? Ja, also das ist ein Freundeskreis von lauter Menschen, so um die 30. Die wohnen alle in Teltow bei Berlin. Also es kommt eine alte Freundin zurück und die wirft dann nochmal alles durcheinander. Und gerade bei den Figuren, die da im Zentrum sind, von denen ich eine spielen darf, die bei dieser Staffel im Zentrum sind, würfelt das so richtig alles nochmal durcheinander, wirft alle Lebensfragen auf und so weiter und so fort. Und in der zweiten Staffel stehen dann
andere Figuren, aber aus demselben Freundeskreis im Zentrum. Und das ist vom Stil her ähnlich wie Druck gemacht worden ist, für diejenigen, die Druck vielleicht gesehen haben. Auch eine Serie in einem ähnlichen, also eben, dass jede Folge 20, 25 Minuten lang ist. Die wurde ausgestrahlt, die konnte man sehen auf Funk und auf YouTube. Und teilweise, glaube ich, auch auf Instagram und so. Da ging es halt um einen Freundeskreis von Jugendlichen in einer Abi-Klasse. Und das durfte ich sichten, als ich jetzt in der Jury für den Deutschen Schauspielpreis war. Und das hat mich total vom Hocker gerissen. Wirklich, da war ich total begeistert. Also von allem, sowohl von der schauspielerischen Leistung als auch von der dramaturgischen und Regieumsetzung und auch vom Stil, wie das einfach gemacht ist. Und natürlich auch vor allem von der Diversität, die da Raum bekommt. Und das ist einfach großartig. Das habe ich gesehen und dann habe ich mir gewünscht, oh Gott, mit diesen Menschen möchte ich gerne arbeiten, die das machen. Und dann kam die Casting-Einladung für Wir und ich stellte fest, oh, das sind die Menschen, die das machen. Ja, deswegen habe ich mich dann sehr gefreut. Und das war ein ganz, ganz toller, abenteuerlicher Ritt. Dieser Dreh. Bei Wir, deine Figur ist, glaube ich, die dieses mehr oder weniger heile Leben lebt und dann kommt diese Frau aus der Vergangenheit, mit der deine Figur früher eine Beziehung hatte. Genau, also eine Freundschaft und eine Beziehung, genau. Das ist bei denen so ineinander übergegangen quasi. Und die Dreharbeiten scheinen ordentlich gewesen zu sein. Du hast auf Insta geschrieben, aus Liebe, Haut und Knochen, Herzblut und Schweiß von so wundervollen Menschen. Ich danke euch, dass wir das zusammen machen. Ich danke euch, dass ihr das erfunden habt. Danke für eure Vibes und euren Mut. Das ist alles gesagt, oder? Völlig. Ich denke, wir sind alle sehr gespannt, was da passiert. Und das ist aber, glaube ich, nicht so actionreich wie Der Feind meines Feindes, ne? Ja, also wenn du jetzt Action meinst im Sinne, ich nehme an, du meinst es nicht so sehr im Sinne des inneren Prozesses, sondern eher so im Sinne von actionreichen Dreharbeiten, dann ja, dann ist der Feind meines Feindes ist ja ein Thriller. Find's immer wieder etwas schwierig, das auszusprechen. Ja, und da gibt es dann durchaus die ein oder andere abenteuerliche Szene, allerdings nicht wirklich mit mir. Also das haben dann die anderen gemacht, so irgendwelche Verfolgungsjagden und so weiter. Genau, mit dabei ist Hans Siegel, den wir aus dem Bergdoktor kennen, Julia Stinshoff, Oliver Mommsen und eben du. Nachdem dann klar war für dich, dass du bei den jungen Ärzten raus bist, hattest du schon so ganz viele Projekte, die da lagen und du hast gesagt, jetzt mache ich das, das und das? Oder kam das direkt, nachdem für dich klar war, ich höre auf? Das kam alles, nachdem klar war, ich höre auf. Aber es war ja auch schon, also das haben wir ja schon, dass ich aufhöre, haben wir ja schon vor längerer Zeit natürlich abgesprochen. Ist ja klar, mit dem Produktionsvorlauf und so, mit den Machern von den jungen Ärzten. Das ist ja klar, dass man dann mit Vorlauf irgendwie das alles plant. Aber für mich war das so, also während noch der Dreharbeiten, für die jungen Ärzte kam dann das Angebot für Breisgau und dann hat es sich so ergeben, dass ich den Breisgau-Krimi tatsächlich gedreht habe, direkt im Anschluss an die letzten Drehtage von den jungen Ärzten. So war das. Und dann kam während Breisgau das Angebot für die Highland und das war jetzt alles so, das war dann letztes Jahr alles so hintereinander. Dann habe ich erstmal Pause gemacht und dann kamen im Frühjahr eben diese neuen Geschichten, die du gerade angesprochen hast. Hui, und Breisgau wird ja eine ZDF-Samstagskrimi-Reihe. Weiß man dann schon vorab, okay, es gibt 2, 3, 4 Filme oder ist es dann trotzdem von der Quote abhängig? Nee, man weiß jetzt noch nicht so viel. Was wir aber wissen, ist ja, wen du spielst, das darfst du bestimmt verraten. Ja, klar, ich spiele eine Kommissarin. Du bist sogar Kriminalhauptkommissarin. Genau, richtig. Hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet, auf die Tanja Wilken? Also bist du bei der echten Polizei mal mitgelaufen oder hast du dich einfach nur in Crime-Serien reingeschaut? Ich wünschte, das hat ja die Paula Schramm gemacht, ne? Die hat auch so ein Praktikum gemacht für die Soko-Geschichte, richtig? Nee, leider nicht. Also dazu fehlte tatsächlich dann auch die Zeit. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Waffentraining nachholen zu dürfen. Das kam da jetzt nicht so sehr zum Einsatz, aber trotzdem, selbst wenn man die Waffe nur einmal einsetzt, sollte man, finde ich, wissen, wie man das genau macht. Und ich hatte halt nur eben einmal eine Stunde ein Training halt während der Dreharbeiten. Das war auch für mich so ein bisschen
Mein Kollege hat damit ja mehr Erfahrung, der Joscha Kiefer, der hat ja 10 Jahre lang die Soko München gemacht. Insofern, der sieht das ganz locker, der weiß, wie das alles geht. Wie sage ich jetzt mal ganz frech. Und ansonsten, ja, nee, ich hätte gerne, aber habe ich nicht. Aber dann hättet ihr ja in den Drehpausen, hättet ihr ja konsequent. Nee, also wir haben tatsächlich natürlich am Set ein bisschen was gemacht, aber ich finde das ein bisschen, also wenn man was richtig lernen will und dass es in den Körper geht, dann muss es halt so ein bisschen, braucht es ein bisschen mehr Vorlauf als Drehpausen eigentlich. Und ich lese mal ein bisschen was aus dem Inhalt vor. Die Rostocker Ermittlerin Tanja Wilken lässt sich in die Freiburger Mordkommission versetzen, um Abstand zu ihrem kriminellen Vater zu gewinnen. Was war denn für dich bei diesem Dreh, bei den Dreharbeiten, die krasseste Szene, bei der du jetzt aber auch nicht zu viel verrätst? Das, weißt du, wie lange das zurückliegt? Oh, sag mir mal, wie lange liegt das zurück? Letzten Oktober. Dann habe ich die andere Frage für dich. Was war denn der mit Abstand schönste Drehtag bei dem Projekt für dich? Gibt's nicht. Das Projekt hat für mich keine krassesten und schönsten Drehtage. Was ich schön fand, war natürlich die Landschaft. Das fand ich besonders schön. Da im Breisgau, ehrlich gesagt, das war schon ziemlich cool, das mal sehen zu dürfen. Und Schwarzwald und Gassi gehen mit Preta. Aber ich habe nicht irgendwie so einen Tag, der jetzt... Oder eine Szene, die jetzt die schönste wäre und eine, die irgendwie die krasseste wäre. Sowas habe ich irgendwie nicht bei dem speziellen Projekt jetzt. Genug gedreht hast du ja, das kommt ja alles jetzt erst. Oder bist du schon wieder mittendrin? Na, wir drehen jetzt gerade die zweite Staffel von Wir. Ne? Die zweite Staffel haben wir direkt hinten dran gehängt. Da steht jetzt aber meine Figur nicht im Fokus. Das heißt, da habe ich nur insgesamt in der ganzen Staffel 6 Drehtage. Also das ist echt nicht so viel. Verteilt auf, oh Leute, 2 Monate oder so. Ich will nicht lügen, mit Zahlen habe ich es nicht so. Hast du ja schon gemerkt. Und dann im Oktober drehen wir den nächsten Breisgau. Und sag mal, als du damals mit Mike Adler hier zu Gast warst, ja. Da wusstest du schon, dass du die Serie Die jungen Ärzte verlässt. Ja. Was? Ist das dann eigentlich schwer, so ein Geheimnis zu hüten oder ist das easy? Es verlangt schon ein bisschen Selbstkontrolle, so. Aber es ging. Du hast ja zum Glück nicht zu sehr nachgebohrt. Ja, das stimmt. Taktvollerweise. Aber ich habe den Eindruck, du bist jetzt sehr glücklich und gelöst. Also nicht, dass du damals unglücklich gewirkt hättest, das auf gar keinen Fall. Es war ja ein sehr interessanter und lustiger Dreh. Aber bist du jetzt an einem Punkt in deinem Leben, an dem du sagst, genauso wie es jetzt ist, ist es ideal? Jetzt für den Moment, ja. Ja. Schön. Was Höheres kann man, glaube ich, nicht erreichen, oder? Oh Gott, das weiß ich nicht. Also da müssen wir uns dann in so 20 Jahren nochmal sprechen. Da brauche ich noch etwas mehr Lebenserfahrung und Weisheit, um das beurteilen zu können. Und jetzt, da du ja nicht mehr dabei bist, haben ja auch viele bestimmt gedacht, oh, jetzt schreiben wir dich mal richtig an. Du, sowas wie wir hätte ich natürlich da nicht machen können. Das ist klar. Also so einige Sachen, die ich nicht machen können parallel. Ich habe ja immer noch parallel was gedreht. Andere Sachen während unserer Ärztejahre. Aber so größere Projekte wären natürlich nicht gegangen. Das geht einfach zeitmäßig absolut gar nicht. Das ist gut, ja, dass das jetzt geht. Dann freue ich mich, dass das jetzt alles geht und du auch mal Urlaub machen kannst an der Ostsee. Ja, ich auch. Ich freue mich auch. Das ist mein erster seit 100 Jahren, mein erster Urlaub. Seit 100 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass du deinen Urlaub kurz für uns unterbrochen hast. Das war Katharina Niesitova zu Gast in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. War wieder sehr schön. Dankeschön, das fand ich auch. Und du hast jetzt noch zum zweiten Mal in deinem Leben eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt, gepöbelt, gerappt, gesungen hast. Ich bin gespannt, was du gleich machst. Und für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Und wir können alle erreichen, sehr schnell sogar, dass das schnell besser wird, indem wir Leuten helfen, indem wir nett sind, indem wir lächeln. Das ist nicht so schwer. So, wir sehen uns morgen, 19 Uhr zur Web-Talk-Show wieder. Und jetzt der Abschluss mit Katharina. Bis morgen. Super Message, Nico. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe zum Glück mir nichts überlegt, wie immer, weil ich wieder vergessen hatte, was dann eigentlich gefragt ist, was man in die Kamera sagen soll. Und ich sage jetzt aus dem Bauch heraus,
Jedes Lebewesen ist schützenswert.